Willkommen, Freunde, zum nächsten Teil von Devil's Hunt. Mal gucken. Wir zocken mal weiter und ich hoffe ja, dass wir das bald durch haben. Das wäre ja natürlich sehr nice. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus. Was ich nominiert habe, ist halt, wie gesagt, einige Bugs, die das Spiel hat. Da wird sich aber nicht mehr ändern. Und das andere ist halt, dass er sich manchmal nicht so richtig steuern lässt hier mit der Tastatur. Ein bisschen komisch. Mittlerweile nimmt er mein Joypad auch nicht mehr an, warum auch immer. Na? Dann macht er welchen Aufstand. Ja, ich auch krass finde, dass ich in der Hölle bin und Luzi verdiene. Die mich aber schon von Anfang an immer angegriffen haben. Also passt er auf seine Leute nicht auf, oder? Ja, sehr gut. Okay. Nichts für schwache Nerven, aber wie gesagt, ist ein Computerspiel. Nicht zu verwechseln mit der Realität. Der haut hier mal locker irgendwelche Riesensäulen um. Okay, hier müssen wir wieder ein Siegel zerstören. Obwohl es ein Spiegel, ich sage mal Siegel, aber kommt dem ja schon ziemlich gleich. Achso. So, wahrscheinlich hier wieder zurück, oder? Ja. Ich hätte eher gedacht, dass wir in dem Raum noch ein bisschen hochklettern oder so. Ich würde ja gern mich auch nochmal als großen Dämon hier verwandeln irgendwie. Aber ich habe dann wieder Schiss, dass das dann nicht hinhaut. Oder besser gesagt, dass dann noch stärkere Gegner kommen und dann brauche ich den. Dann war's das. Hier mal so eine Stelle, da haut die Steuerung wieder nicht hin. Aber hat auch mit dem Joypad schon Probleme gehabt. Das ist auch komisch. Jetzt sind wir hier. Ah. Okay, wir müssen uns hier lang hangeln. Ich dachte schon, das war wieder ein Fehler oder so. Wer die Videos verfolgt hat, sieht auf jeden Fall, dass ich im ersten oder im zweiten Teil, glaube ich, da war es so, da bin ich an einer Stelle nicht weitergekommen, weil das Spiel immer abgestürzt ist. Und das lag nur daran, weil ich die Videosequenz, weil die kaputt war. Die musste ich dann überspringen und dann ging es. Das war schon faszinierend. Aus wie so ein Riesensiegel oder Deckel oder... Nee, ist eine Platte, eine ganz normale. Eine fette Steinplatte. Okay, da musste ich jetzt nichts machen. Er ist da von alleine reingesprungen, das war auch mal ganz nice. Wobei, das wäre jetzt nicht die schwierigste Option in dem Game hier gewesen. Da mal zu sagen, jetzt jump hier mal runter. Aktion, Reaktion. Ich hätte eher gedacht, nicht, dass das Ding aufgeht, sondern dass dann hier noch irgendwelche Leute erscheinen. Ich hätte eher gedacht, ich hätte den Stein kaputt schlagen müssen. Ein Kristall oder was das war.
Ah, die Treppe ist... Ah, okay. Ich dachte schon, was bewegt sich denn da? Ich dachte, der Boden irgendwie, der geht unter mir weg. Das quasi verbunden, die Brücke verschoben. Okay, dann vermute ich mal, dass wir dann hier runter müssen. Ich werde es ja auch angezeigt. Ich kann mir da noch nicht so viel drunter vorstellen, was wir jetzt hier machen sollen. Ich will jetzt hier auch gar nicht weiterlaufen. Was ich mir nur vorstellen kann, dass man vielleicht von der Plattform wieder eine weitere Plattform nach unten geht. Ja, genau. Hier ist jetzt ein Hebel. Dann geht es wieder bergab. Ich habe es gesagt, weiter bergab. Wir sind ja in diesen komischen Schacht reingefallen. Aber es ist reingefallen, reingesprungen sogar, der mit so einer riesen Betonplatte geschützt war. Ich aktiviere die Barriere, um an Muriels Blut ranzukommen. Ob das so einfach ist oder... Das ein John Sinclair Spiel gewesen wäre, wäre das auf jeden Fall nice gewesen. Okay, das ist auch platt. Das Gute ist, dass wir die Energie wieder aufladen. Man muss schon irgendwie die gar nicht bekämpfen können. Dass man Energie verliert und nicht weiterkommt. Jawohl. Bewegt er sich wieder nicht? Dann muss man die Kamera ein bisschen wechseln, dann geht's wieder. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Richtung. Geht es irgendwie nicht lang. Ist hier irgendein Siegel an der Wand, was ich zerschlagen kann oder so? Muss denn Grund sein, dass ich hier bin? Das Fass habe ich zerschlagen, ne? Nee, hier ist nichts. Dann gehen wir wieder zurück. Ah, hier ist was. Ist auf jeden Fall eine Tür, die wir öffnen können. Die hat sich ja schon fast von alleine geöffnet. Ach, das ist noch eine, den habe ich ganz übersehen. Naja, ein Schlag war da ja auch obsolet. Kein gerade unangenehmer Ort, wenn ich das hier so sehe. Hier muss es ja ziemlich warm sein. Dass wir in die Richtung gehen müssen.
natürlich ein sehr linearer Spielweg. Kann natürlich sein, dass wir wieder hoch müssen und da oben links hätten noch was zerstören müssen. Bis jetzt geht es ja immer nur in eine Richtung, Fahrstuhl und dann runter. Schnell bekämpft. Oh, die gehen mir auch um Pinsel, der auch nervig. Ah, komm. Schalten wir mal auf Teufel um, ja? Dafür, dass sie mit dämonischen Kräften besiegt und bekämpfe, verbraucht die. Ne, braucht die auch ganz schön viel. Alter, hat die was gebraucht, ey, das gibt's ja gar nicht. Warum sind die jetzt auf einmal so stark? Vorhin gingen die schneller kaputt. Okay, war dann ja zum Schluss doch kein Problem. Hier geht's weiter. Ach ne, hier ist so eine Karte. Ich glaube, mit dem müssen wir uns jetzt langsam anfreunden, ja? Den werden wir jetzt öfter zu tun haben. Ich würde schon sagen, die Hölle ist hier fast leer, wenn ich die alle wegprügel. Sehr gut. Na, einen Zielpunkt suchen, der ist hier. Von der Handlungsaufforderung erinnert mich das ein bisschen an Blade. Und das ist auch ganz oft so, dass er irgendwelchen Obervampiren mit eindringen muss oder die dringen bei ihm ein. Ah, der Werwolf geht zurück. Frau muss angreifen hier. So, komm. Jetzt hier mal einen auf dämonisch machen. Ich nenne das mal Raserei, würde ich es nennen. Ja, der schießt. Das ist der größte Feigling, der hier rumläuft. Sehr gut. Boah, guckt euch das mal an. Unten ist die Lava. Wenn er da reinfallen würde. Boah. Heftig. So, jetzt waren wir unten, haben das Siegel zerstört. Und jetzt geht's wieder nach oben. Ich hoffe, das war das letzte Siegel, was wir zerstören mussten. Jetzt können wir auch noch 10 zerstören. Aber mir geht es darum, dass ich hier keins übersehen habe. Das sieht hier mehr aus wie so ein
So ein Bergbau oder so. Super, er kam da nicht aus der Ecke weg. Er ist auch platt. Krass, wie viele Tore wir schon geöffnet haben. Das ist aber gut, dann wissen wir immer, dass die Tore, die halb offen sind, die haben wir dann geöffnet. Das aufheben, sehr gut. Jetzt geht's wieder langsam nach oben. Beide ratzfatz tot. Ein bisschen was einsammeln. Okay, jetzt die Versiegelung da auf. Warum verwandelt er sich jetzt nicht? Ich hab doch seine Energie. Ist doch voll auf grün. Ah, jetzt geht's. Alles klar. Ah, ich denke mal, gegen drei Dämonische muss ich mich auch in Dämon verwandeln. Nein, geht das hier noch? Ich kann sie mit mehreren gleichzeitig aufnehmen. Ja, ich das gewusst hätte, dass er so ein Riesenkerl ist. Mir wahrscheinlich die Energie ein bisschen gespart. Ah, das ist gut, der macht die auch platt. Also. Ah, wir kommen wieder, super. Anderen sind halt nervig, ne? Wegen den großen Camps oder so. So, der könnte mir jetzt noch mal ein bisschen Energie geben. Ja, das war gar nicht so schlecht. Und den haben wir auch. Okay, jetzt kommen die beiden Mädels wieder. Ich habe das Gefühl, die werden immer stärker. Ich
hier, die habe ich so gut bearbeitet, dass sie sich gar nicht umdrehen konnte. Oh, da fällt mir wieder der Finger ab. Wie bei Pumpkin Jack vorhin. Verwandeln wir uns mal. Das ist aber übrigens realistisch, dass ich mich mit denen schlage. Und wenn ich mit anderen mich schlage, dass die anderen auch drauf einprügeln. Ein anderer kommt, geht der sogar hier. Dass er gleich auseinanderfällt. Jetzt komm, pack mal. Ist doch gleich hinüber. Jo. Das war aber knapp. So, nächste Spiegel, Siegel, wie auch immer. Wird zerschlagen. Sehr gut. Ist jetzt die Frage, wo geht's weiter? Wir haben jetzt hier den Spiegel kaputt gemacht. Ich vermute mal, wir müssen dann hier weiter rüber. Ja. Sammeln wir noch was ein. Okay. Hier geht's runter. Ah, da geht's hoch. Ich bleib nicht so gerne auf so einem Gitter stehen, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht so nice. Nachher ist das eine Falltür oder so. Gate should open now. Okay, wir konnten da auch rein, alles klar. Ich dachte schon, nicht, dass ich da verbrenne, aber... Okay, hier ist wieder eine Botschaft hinterlassen worden. Ich wette mit euch, da kommt hinterher raus. Das war der Teufel persönlich, der hat mich die ganze Zeit beobachtet und mir Nachrichten hinterlegt, um mit mir zu spielen. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Hier ist schon so eine riesen Blutspur. Die Werwölfe sind immer ein bisschen feiger, habe ich das Gefühl. Die bleiben ganz oft im Hintergrund. Die greifen nicht an, wenn ich mich mit einem prügel. Nee, die greifen mich an, wenn ich mich mit einem prügel. Aber von alleine irgendwie bleiben die so ziemlich im Hintergrund. Los, hau endlich ab. Jo, sehr gut. Ja, er jetzt mal. Das ist der Oberfeigling. Der hat zwar Power, aber bleibt die ganze Zeit im Hintergrund und schießt auf mich. Den muss ich wahrscheinlich reinschieben.
Hier genauso. Hier, das war die Versiegelung sozusagen, dass der Fahrstuhl höher fährt. Hier dasselbe. Du musst mich wahrscheinlich prügeln, muss die fertig machen. Der hat nicht viel gebraucht. Der auch nicht. Kommt noch einer. Der war auch relativ schnell weg. So, die kann sich dann aber nicht richtig bewegen, wenn sie um den Rücken schlagen wird. Und einfach zu schnell. Es geht hier auch fixer mit der Maustaste, muss ich ehrlich sagen. Hier die nächste Versiegelung, damit der Fahrstuhl weiterfährt. Gucken, wie viele Plattformen wir noch überleben müssen. Aufteilen, den Werwolf ein bisschen Platten machen, sehr gut. Quasi meine Energiespender. Der Feigling, der hier von hinten ballert. Machen wir jetzt auch nochmal platt. Die beiden sind hier übel. Aber die greifen wenigstens offensiv an. Sind nicht so feige wie die anderen. Ja. Die müssen wir auch gleich haben. Das sind zu viele. Die brauchen natürlich unterschiedlich Schläge jetzt, weil die eine habe ich immer bearbeitet. Ah, die, okay, die ist platt. Und die verträgt auch nochmal ein bisschen was. Aber die stellt auch keine Gefahr dar. So, das ist der nächste Spiegel, den wir zerstören können. Zum Einsammeln. Ja, das wird auf jeden Fall eine harte Nummer. Gucken, ob der Teufel uns persönlich da nicht abfängt. Ah, das ist das Blut. Everybody wants it. Just like me. Ich hoffe, er hat gute Innentaschen. Und da einer draufschlägt. Bin gespannt, ob er da heile rausgekommen ist. Oder ob es jetzt hier in der Hölle weitergeht. Weil der muss das ja auch noch abliefern, irgendwie an die Engel. So. Überlegen, da hinten, das sieht ja so aus, als wenn wir da rüber müssen.
ist auch so. Zeigt den Zielpunkt nicht an. Das ist ein bisschen problematisch. Runter geht's nicht. Können Sie hier nochmal probieren, aber ich glaube, hier war nichts. Also hier geht nichts auf. Da müssen wir hier noch einen Hebel oder irgendwas drücken. Nee, das ist nicht der Fall. Ach, da oben geht's hin. Das ist ja geil gemacht. Ein bisschen irritierend. Ich habe echt gedacht, ich muss so geradeaus. Das sah so aus wie so ein Wolkentor. Und wenn ich da dann durch bin, ist die Welt in Ordnung. Dann bin ich endlich weg hier. Und gut, dass der hier so träge ist. Okay, wenn er trifft, ist natürlich auch scheiße. So, den bearbeiten wir nochmal so. Ansonsten werden wir uns gleich nochmal verwandeln. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Das ist ja Gott sei Dank so ein grober Klotz. Komm, verwandeln. Die Mädels hier sind echt anstrengend. Nächsten. Sehr gut. Und die nächste. Sie hat auf jeden Fall meine volle Aufmerksamkeit. Aber das ist auch so wieder so ein Charakter. Wenn die einen treffen, ist das echt übel. Aber man kann die doch ganz gut bekämpfen. Ist halt nur blöd, wenn die irgendwie nicht alleine da sind, sondern zu zweit kommen. Dann wird es ein bisschen schwieriger. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ach, das ist jetzt aber ein Hebel, oder? Nee. Hier geht's auch nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Ah, da hinten. Da geht's weiter. Ne, da kommen wir mal nicht drauf. Ich glaube, von da kommen wir. Müssen uns hier nochmal ein bisschen umsehen. Ah, hier geht's weiter. Alles klar. Da drüben, dieses, genau, diese Art Wolkenstadt oder was das da ist. Dieses. Genau, dieses Gewölbe hier. Das meine ich. Stehen da Menschen hinten, oder? Ja, das könnten die Engel sein, ne? Sieht aus wie so ein Wolkenstrudel, Wolkentunnel. Well, well. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Oh nein. You're in demand these days. Teufel persönlich. You've come to tell me that you've finally chosen our cause. The cause of murdering and torturing people. I'll pass. Can I kill him now? Wait a second. I'm guessing that Desmond has a good reason to visit us. Am I right? Are you looking to do a little deal with the devil? Der Teufel sieht wirklich aus wie so ein gefallener Engel. Das haben sie ja ganz geil umgesetzt. I'll bring you Muriel. I'm interested.
But tell me, how are you going to find him? With this? Where did you get that? It really is his blood. You guarantee your safety, and it's yours. I'll even find Muriel for you, if that's what it takes. Oh, temptation! It always was a powerful weapon in my arsenal. You are a fast learner, Desmond. Okay. Okay, I am completely charmed. Such a bargain. How could I refuse? I'm Bruce Lee, my dear. I won't give it to you until you promise Kristen's safety. Idiot! You think you can make demands in my realm? Saw? Yes. Go find that bitch immediately. You can do what you like with her. No! Have you forgotten where you are? Here, I am God. I don't make deals with anybody, even with a would-be savior and destroyer. Without the blood, you'll never get Muriel. I'll get the vial from your dead body. We've already met my brother Belial. Let me introduce you to my other brother, Satanael. Ach du heilige Scheiße. Die kann ich ja zerkloppen, aber was mache ich mit der Riesenkröte? Die Schlange ist abgehauen. Oha. So klar, wenn die rechts lang klettert, dass ich dann links abbaue. Aber das klappt leider nicht. Ja, hier geht's durch. Ich hoffe, wir kommen da durch. Ne. Soll uns erst wehren. Schickt natürlich jetzt mal größere. Ich vermute mal, irgendwann müssen wir gegen die Schlange selber kämpfen. Die sind schon nicht ohne. Zu zweit gerade auch. Oh. Ein bisschen Energie kriegen. Ah, jetzt wird's haarig. Ja.
Okay, den einen haben wir schon mal. Sehr gut. Kriegen wir den anderen auch noch. Alter, hat er sich gewehrt. Das ist ja richtig geil. Lange entkommen. I think you can stop me. I don't want to. The Saw has tracked your friends. You have to hurry. I can grant you safe passage. To Miami? Not exactly. Hurry up. Okay, wir haben das geschafft und überlebt. Mann, Mann, Mann. Das ist eine harte Nummer hier. So, der Erlöser und Zerstörer. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle wieder Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, lasst mal ein Like da und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.